Zahlreiche Menschen erleben, dass sie für etwas beten und es passiert nicht. Es kommt nicht durch. Irgendwie scheint es eine Barriere zu sein, dass die Segnung Gottes, seine Gnadenerweise, die Gebetserhörung nicht durchkommt. Da ist etwas wie eine unsichtbare Mauer, die einfach zwischen uns und dieser Gebetserhörung steht. Und wir wissen, was das für unsichtbare Mauern sein können. Das sind Dinge, die nicht in der geistlichen Welt bereinigt sind. Beispielsweise Unvergebenheit. Unvergebenheit ist etwas, was uns wirklich von den Segnungen Gottes abhält. Ich möchte heute aber über etwas anderes sprechen, nämlich über nicht eingelöste Versprechen. Weißt du, wir sind so leichtfertig dabei und sagen irgendjemand irgendetwas zu. Ja, ich werde dich besuchen kommen. Ja, ich werde mich um dich kümmern. Ja, ich werde für dich beten. Ja, ich werde dich unterstützen, auch finanziell. Ja, ich werde diese Gabe geben in die Gemeinde oder wo auch immer hin. Vielleicht sogar ein Versprechen ausfüllen. Ja, ich werde dies oder jenes tun. Das gilt auch im geschäftlichen Bereich. Du bestellst etwas und gehst damit das Versprechen ein, dass du es bezahlst. Und wenn du es nicht tust, dann hast du ein Problem. Ein geistliches Problem. Da ist etwas, was nicht geklärt ist. Und ich möchte dich einladen, einfach mal darüber nachzudenken, wo hast du irgendwelche Versprechen gegeben, vielleicht ganz leichtfertig, die du nicht eingehalten hast. Die Bibel ist da ganz deutlich. Sie sagt, was über deine Lippen gegangen ist, sollst du halten und ausführen. Du sollst es tun. Wenn du etwas zugesagt hast, musst du es realisieren. Vielleicht gibt es Dinge, die du überhaupt nicht mehr tun kannst, die längst erledigt sind. Dann solltest du sie klären, bereinigen. Sag einfach der Person, dass du jetzt nicht mehr für sie beten kannst. Sag einfach der Person, dass du die Gabe oder die Unterstützung, die du ihr vielleicht geben wolltest, dass du es jetzt nicht mehr packst, du schaffst es nicht. Und bereinige diese Dinge einfach. Und ich bin sicher, dass der Weg immer freier wird, dass diese Mauer immer mehr verschwindet. Lass nicht zu, dass irgendwelche nicht eingelösten Versprechen, die du gegeben hast, dich von den Segnungen Gottes abhalten. Es heißt, besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und nicht erfüllst. Übrigens gilt das nicht nur für Versprechen, die du Menschen gegeben hast, sondern auch Versprechen, die du Gott gegeben hast. Und da sind wir häufig sehr leichtfertig, was wir alles für ihn tun wollen, was wir ihm alles hingeben und so weiter. Überleg, wo da vielleicht ein Problem sein kann. Vielleicht ist es genau der Punkt, der dich von dem abhält, was Gott Gutes für dich hat. In dem Sinne lade ich dich ein, denk einmal über diesen Punkt nach. Ich habe auf dem Herzen, dass es einige von euch wirklich betrifft und dass, wenn dieser Punkt geklärt ist, es zu einem geistlichen Durchbruch kommen wird. In dem Sinne glaube ich, Gott hat mehr für dich.